Hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemmeier, Produktionscoach und mit dem täglichen Video. Heute reden wir mal über das hatten wir tatsächlich noch nicht, das Thema, was ist denn besser, Dating auf dem Land oder in der Großstadt, sage ich jetzt mal. Da gibt es tatsächlich eine E-Mail zu, wenn du auch mir so E-Mails schreiben willst, geht das über ein Formular auf liebeschipp.de. Halt nochmal kurz meine aktuellen Bücher. Mein erstes englisches, die Coding Love, Übersetzung vom Liebescode. Ansonsten mein Buch über Langzeitbeziehungen. Und genau, dann, wie gesagt, von einer Zuschauerin. Lieber Christian, gibt es eine verstärkte, vermeidende, ängstliche Bindungsangst hinsichtlich der Umgebung Großstadtleben versus Landleben? Ich habe das merkwürdige Phänomen bei mir festgestellt, dass ich in der Großstadt meine Autonomie stark ausleben und sobald ich auf dem Land bin, mich symbiotisch auf meine Mitmenschen einlassen kann, ohne dass die Bindungsangst mich einholt. Ich meine, du schreibst jetzt nicht unbedingt, ob es jetzt auf Dating bezogen ist, aber ich will da mal ein paar Gedanken ein bisschen breiter dazu sagen, aber ich wollte auch euch als Community, weil das kommt öfter mal so, dass da jemand was zu schreibt. Vielleicht könnt ihr da selber mal eure eigenen Eindrücke zu sagen. Also, ich habe ja witzigerweise auch heute drüber nachgedacht, dass, also gestern hatten wir hier in Berlin das Deutschlandspiel geguckt. Alter, was für ein Spiel, ey. Schlimm, 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 aber gut. Also gegen Spanien das Spiel. Und genau, wir waren hier in Berlin-Mitte und du weißt gar nicht, wo du hingehen sollst. Es gibt so viele, wir wollten in der Kneipe gucken und es gibt wirklich dann auf 200 Metern irgendwie fünf Möglichkeiten, 10 Möglichkeiten, ich weiß nicht, um die nächste Straße wieder 10 und wieder 10. Wir haben das irgendwie gestresst. Also waren dann in so einem total coolen italienischen Restaurant dann, aber da geht es schon los, diese Qual des Aussuchens, sag ich mal. Und dann waren wir heute mit Hundi in so einem Auslaufgebiet und sind danach, da hat uns jemand angesprochen, hat gesagt, so, geht doch mal in das Restaurant. So ganz im Grünen und das war auch ein total cooles Restaurant. Auch ein Italiener, witzigerweise, und genauso nette Leute. Aber da habe ich auch gedacht, boah, ey, ich komme hier gerade so runter, das ist so entspannend. Und Juli hat aufs Wasser geguckt und also habe ich auch so gedacht, man, der ist jetzt natürlich nichts besser oder schlechter, aber ich könnte mir schon vorstellen, also gerade auch hinsichtlich Kontakte, Dating, also haben wir, wie gesagt, auch Leute in München erzählt, auf der libysche Party, München Großstadt, dass die sagen, ey, ich habe schon gar keinen Bock mehr, mich mit Freunden zu verabreden. Ich gehe einfach auf so ein, wie heißen die Dinger noch, Spontex-Event oder Meet Five, also diese Freundschafts-Apps, irgendwie treff da Leute, sehe die nie wieder, scheißegal, hab jemanden für einen Abend. Also das ist ein bisschen die Frage, was ist die Henne, was ist das Ei? Ne? Also man stellt natürlich fest vielleicht, dass vielleicht sind die Leute, also ich glaube schon, dass die Leute in der Großstadt wechseln viel schneller so, ne? Und wenn man das erlebt, dann wird man sich selber auch so, dann denkst du auch, ich hab auch keinen Bock mehr, mich festzulegen, wenn der andere sich nicht festlegt, lege ich mich auch nicht fest, so. Erzählen auch so mir jüngere Leute auf den libyschen Partys viel, dass sie auch das Gefühl haben, boah, irgendwie jetzt so langfristige Beziehungen, so im jüngeren Alter zumindest, Großstadt auch nicht so irgendwie. Und wie gesagt, aber selbst ich stelle fest, was so Freizeitleben angeht, dass das das überfordert einen. Ne? Man mag sich auch gar nicht festlegen auf irgendwas, weil es gibt ja noch, also gerade Berlin ist wirklich, das ist ja im Vergleich zu Hamburg nochmal so viel größer. Ne? Also du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil alles gibt es hundertfach irgendwie so. Und wenn man das jetzt auf Menschen, wie gesagt, runterbricht, wenn ich das mit dem mische, was ich so höre, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass diese, aber wie gesagt, würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu denkt, schreibt es mal in die Kommentare, diese Angst, irgendwas zu verpassen, Angst, immer mit dem Gleichen was zu machen, die Angst, dass man nicht genug mitnimmt, irgendwie in seinem Leben so, ne, dass einen das, das vielleicht dazu führt, dass man sich nicht so einlässt und beziehungsweise natürlich sich dein Gegenüber auch nicht einlässt. Also du jetzt als die Schreibende hier, du bist garantiert nicht die Einzige, die sich in der Großstadt nicht einlässt, sondern die anderen lassen sich auch nicht ein. Ne? Während, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wenn ich in Bayern bin, auf dem Dorf, bin ich auch viel, das ist ganz anders. Geht mir auch so, triffst immer die gleichen, gut, ich bin ja jetzt nicht so mega integriert, aber das, wo ich integriert bin, triffst immer die gleichen
Leute, was weiß ich, wenn der Nachbar gerade mit seinem Trecker da langkommt im Winter, dann macht er dann einfach mal eben schneefrei, wird einfach gemacht, wird nicht Bescheid gesagt oder so, dann macht man einfach füreinander, ne? Man guckt so aufeinander, was braucht der andere gerade, ne? Ohne sich da groß absprechen zu müssen, total nett. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob irgendwas besser oder schlechter ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es so Lebensphasen gibt, wo man mal mehr zum einen oder zum anderen neigt und ich merke auf jeden Fall schon, aber das ist vielleicht auch Altersgeschichte hier mit Ende 20, dass mich Großstadt manchmal faszinierend finde, aber auch manchmal auch unheimlich anstrengend irgendwie so dieses ganze, allein schon wenn du dann in der Nähe bist von so drei Krankenhäusern oder so, dieses ganze Rettungswagen den ganzen Tag da, oh, das ist wirklich, jetzt mal mit der WM ist nochmal viel schlimmer. Einfach nur krass. Also, könnte ich mir schon vorstellen, aber vielleicht sind das auch romantische Vorstellungen und vielleicht sagt ihr auch, Mensch, auf dem Land ist es eigentlich genauso. Es gibt auch keine. Du hast das jetzt ja auch Bindungsangst genannt. Ich meine, das war natürlich jetzt eine super kurze E-Mail, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht, wenn man das jetzt mal neutraler benennen würde, also eine weniger Lust und Bereitschaft, sich einzulassen, so, ne, auf irgendwas Tieferes, so. Und man könnte jetzt auch andersrum sagen, mehr Lust, sich einzulassen auf Abwechslung, Oberflächlichkeit. Ich will das jetzt auch gar nicht werten, weil Bindungsangst ist eigentlich, ist mir jetzt, das hat wieder sehr aufgefallen, ist eigentlich auch ein sehr wertender Begriff. Es gibt ja Leute, die wollen aber nicht in einer Beziehung sein. Die, also kommunizieren das auch gleich, wollen es nicht. Ja, ist ja auch okay, ne? Muss man das jetzt pathologisieren immer. Muss man vielleicht nicht unbedingt, ne? Wo ein Begriff nutzt natürlich hier Worte wie vermeidende, ängstliche Bindungsangst. Gut, kann jetzt auch sein, dass du mehr meinst, ich interpretiere erstmal weiter rein, dass dich das vielleicht, die Anonymität vielleicht auch vorsichtiger werden lässt. Das könnte nicht auch gemeint sein mit dieser E-Mail. Könnte ich auch verstehen, weil also ich komme ja auch so kindheitsmäßig aus dem Dorf, also ich muss auch sagen, ich finde ein Dorf auch in viel geschützterer Umgebung, aber das mögen andere anders sehen irgendwie, oder vielleicht sagen die, hey, in meinem Kiez in der Großstadt, es fühlt sich für mich auch total sicher, aber es ist schon, also wie gesagt, ich bin ja viel in Berlin, ich finde es ja total krass, weil man hat ja gar nicht mehr das Gefühl, weiß ich nicht, kann man das, also ich, wie gesagt, soll ich jetzt niemanden anträgern, aber man hat das Gefühl, du bist gar nicht mehr in Deutschland irgendwie. Ich meine, abgesehen, du hörst ja gar kein Deutsch mehr auf der Straße. Ist, wie gesagt, will das gar nicht werten. Aber ist jetzt nicht so ein heimeliges Gefühl von hier, es ist so meine, keine Ahnung, meine Hut oder so. Also natürlich gibt es immer die gleichen Läden oder was, aber wenn du immer im gleichen Stadtteil bist, aber trotzdem ist schon, sagt man auch so, diese Aggressivität im Straßenverkehr in der Großstadt, das ist schon echt next level, ne? Und also insgesamt habe ich schon das Gefühl, vielleicht kann man es auch positiv sehen, ich weiß es nicht, aber dass die meisten Menschen doch immer mehr auf sich gucken erstmal, ne? Und nicht so überlegen, was braucht der andere. Also Empathie scheint nicht mehr so angesagt zu sein, auch wenn das immer alle so sagen und Diversität so groß geschrieben wird. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, Leute denken sehr an sich so, aber das, ja, das macht auch Großstadt landmäßig ganz unterschiedlich sein. Ja, bin gespannt, was ihr dazu denkt. Spannende Frage. Schauen wir mal, was wir da so zusammentragen. Ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Ihr könnt auch noch super gut einsteigen bei mir in die. Gibt ja so manche Kurse, wer jetzt neu bei mir ist, die so ein, weiß nicht, so alle 3 Monate nur angeboten werden. Das wäre bei mir im Moment, gibt es halt neu jetzt die Selbstliebe-Challenge, Klassik. Drama-Challenge, auch wirklich super Kurs für viele auf dem Kanal, glaube ich. Und die Manifestation-Challenge. In diesem Sinne, macht die Fragen Kurse und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.